Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfaut wäre beinahe gefunden. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn auch dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Puckles Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Captain? Ich begleite euch auf der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Ihr seid bester Laune, Shake. Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Und diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie, habe sie aber nie in Aktion gesehen. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Ei, er segelt in diesen Gewässern. Und vielleicht hat er die Vorläuferschatulle. Finden wir ihn. Cool, jetzt bringen die sogar auch noch was. Da ist er. Ein günstiger Zeitpunkt. Göttin Fortuna schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Schneller! Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Unser Ziel ist sehr gescheit, aber nicht in seinem Element. Samuel Smith ist Schatzmeister. Was er will, er schließt sich. Vielleicht wollte er jemanden treffen. Schieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich davon. Er war lange auf Reisen. Jetzt können wir ihn schnappen. Smith verwaltet die Reichtümer der Tempel, nicht wahr? Ist er aus dem Weg? Washington vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Er könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Stranden zwingen. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Können wir Reisegeschwindigkeit machen? Bitte? Brennendes Öl voll. Okay. Okay, wir sind ja auch so schneller als er. Irgendwie. Weil die Dinge hier an den Seiten sind schon mal echt cool. Kann man wenigstens doppelt dreifach feuern. Sir, von vorne! Ah ja. Okay, wir sollen ihn nicht versenken. Seht, Captain, er bricht durch das Eis. Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Ah, wir nehmen einfach seins, da sind wir... Hey! Ist er schneller? Es klappt! Der Weg ist frei! Und erneut ist euch das Glück drauf. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln! Smith entwischt uns! Er ist kontrolliert in diesen Gewässern. Eine Falle! Aber Jesus, ja, wow, 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 wow! Smith darf nicht entkommen! Wow! Übertreib, Junge!
Ja, guck. Hallo? Oh. So, ganz einfach. Moment, der wartet ja gerade so schön. Wie soll ich denn das versenken? Sorry, ich brauche Kohle. Ja, lasst euch ruhig Zeit. Wir haben noch genug Energie. Ich brauche Bett. Kohle. Können wir jetzt mal weiterfahren? Wo ist Smiths Schiff geblieben? Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Wir finden ihn. Ich weiß, danke. Ja. Dreh die scheiß Kamera rum. Da muss ich ihn enttäuschen. Er ist noch in Reichweite. Ja, wir retten dich. So viel Segel. So, und jetzt hauen wir mal den Turbo rein. Ey, wow, nicht driften. Okay, der ist da. Das heißt, wir rammen einfach mal den Eisberg. Vorsicht! Ein raues Lüftchen, Captain. Egal. Ah, nee, das geht nicht. Das Wetter wendet sich gegen uns. Wow. Noch eine Tippler-Taktik. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Chase. Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Whoa. Er weiß, dass wir ihn haben. Auf geil! Ja, jetzt darf ich ja echt durchbrettern. Alle Segel! Jetzt die Segel! Es gibt nicht genug Raum auf der Welt, um dich hier zu wärmen. Ja? Treib gut! Schön. Ach, come on. Jetzt wissen wir, wo es hingeht. Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt ihm an Land. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Echt? Ja. Schön chillig hier. Dass sie das nicht checken? Komm, ein bisschen schneller laden, ja? Verdammt. Profile bisher noch sagen. Bla bla bla. Ja. Ich dachte so, ich bin blöd, ne? Oh.
Komm, dreh dich um. Hat, Junge. Hat. Wolltest du irgendwas sagen? Komm her. Danke. Alter. Alter. Nein. Dann halt so. Nein, deins. Das werdet ihr bereuen. Überlegt, was ihr hier tut, Assassine. Die Bruderschaft benutzt euch. Tschaußen. Das kann nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Er hatte die Stimme vom Präsidenten von Independence Day. Oh. Hey. Man muss Öl abwerfen. Was? Nach hinten blicken. Oh. Okay. Lass mich hier schön alles auffüllen. Das nehmen wir. Da ist noch eine Truhe, da ist noch eine Truhe. Ach, come on. Schön, wie dann alle Templer weg sind. Uncool. Dreh dich mal um. Dickerchen, komm. Rumlauf, umdrehen. Ja. Oh, ich hasse das mit dem, ne? Dass man nicht sich ducken kann. Passiert. So, alles parat. Haha. Kämpft immer schön. Dein Ernst? Der überlebt das? Ach komm schon.
Und der merkt das nicht. Auch cool. War schuld. Sind da oben alles? Ich hab noch zu wenig Gaule. Ey, wow. Hey, Jungs. Ich habe die Vorläuferschatulle. Smith. Schnellreise, Sie können bla bla bla. Das kennen wir alles. Sehr gut, Jay. Wo ist der Chevalier? Zurück zu Garfour. Wir müssen ohne ihn fallen, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Er konnte kaum das Schwert führen. Ihn zu töten war notwendig. Aber nichts. Smith war ein gefährlicher Mann, ein Tempel. Schlimmste, er hatte die Schatulle. Ihr solltet stolz sein, Chef. Vielleicht. Wir sollten jetzt nach Alvin. James Wardrop, dem Lawrence Washington das Manuskript gab, wird dort sein. Kesebo Vasi berichtet, dass James Wardrop viele Stämme von ihrem Stammland vertrieben hat. Wir haben Beweise, dass er hinter Massakern steckt. Er ist einer der skrupellosesten Männer. Er nutzt die Buchstaben des Gesetzes für seine Zwecke. Und wenn das Gesetz nicht für ihn spricht, findet der Abgeordnete, die es beugen. Denkt an meine Worte, Shay. James Wardrop ist Bürokrat und denkt bei seinem Handeln nicht an andere. Karte? Bin ich? Jetzt mal ehrlich, wo bin ich? Okay, da bin ich. Überschwer. Okay, wir können hier lang. Das passt schon. Glaube ich. Ach komm, die nehmen wir mit jetzt. Ich brauch Kohle. Vom Bug her. Oh, das sind eh weiße Segel, also. Das wird voll der fette Treffer. Bereit zum Zuschlagen! Hey, Bewegung. Feuer! Feuer! Wuhu! Jawohl, komm, nachladen, nachladen, nachladen. Egal. Das mal, wir müssen das erobern. Okay, wie drehen wir uns?
Haha. 10 Mann töten? Kein Problem. Oh, ich komme hier nicht hin. Dann geh mal halt an die Kanone da vorne. Und du nicht da hoch! Aua. So, zack, zack, zack. Jawohl, so geht das und nicht ab. So, wir verticken die Geule. Jo. So, und jetzt ganz schnell schauen, wo ich verdammter Scheiße hin muss. Ach du heilige Mutter! Einmal quer über die Karte! Boah, gibt's hier keine Schnellreise? Ich weiß ja nicht, aber ich will Schiffe versenken. Okay, ich mach hier einen Break. I've witnessed the assassins and listened to their lies for so long. Playing with the faith of the world like they own it all. There's no salvation for their actions. And I, Shay Patrick Cormac, once an assassin, will now burn their brotherhood to the ground. I will find out where the assassins are hiding. You are now a Templar. I will hunt them down one by one. Assassin's Creed Rogue Remastered.